Fabiana von Einfach Backen. Und bei uns gibt's tolle Rezepte, die ihr ganz einfach zu Hause nachbacken könnt. Abonniert deswegen unseren Kanal, um kein Rezept mehr zu verpassen. Wir machen heute zusammen selbstgemachte Amarena-Kirschen. Dazu brauchen wir ganz viele frische Kirschen, ungefähr 1,5 Kilo, Zucker, Amaretto, Zitronensaft und Vanilleextrakt. Bevor wir starten können, haben wir erstmal so eine kleine Fleißaufgabe vor uns. Und zwar müssen wir alle Kirschen entsteinen. Ich habe hier so einen tollen Entsteiner. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr natürlich auch ein Schneidebrett und ein Messer nehmen. Ja, mal schauen. Ich gucke mal auf die Uhr, wie lange ich dafür brauche. Vielleicht hilft mir ja der Kameramann. Schauen wir mal. Gut, also der Entsteiner, der funktioniert eigentlich ganz einfach. Ihr legt hier vorne die Kirsche rein, drückt dann einmal diesen Metallstab durch und dann kommt der Kirschkern unten auch schon wieder raus. Die entsteinten Kirschen gebe ich gleich in einen Topf rein, weil wir die Kirschen nachher eh noch aufkochen müssen. Die entsteinten Kirschen kommen jetzt für ungefähr 15 Minuten auf die Herdplatte zusammen mit dem Zucker. Und erst wenn sich der Zucker komplett aufgelöst hat, geben wir die restlichen Zutaten dazu. Perfekt, genau so soll es aussehen. Die Kirschen haben ihre Konsistenz verändert und sehr viel Flüssigkeit abgegeben. Der Zucker ist auch komplett aufgelöst und jetzt geben wir die restlichen Zutaten dazu. Zitronensaft, Amaretto und den Vanilleextrakt. Und das Ganze lassen wir jetzt noch mal ungefähr 10 Minuten vor sich hin köcheln, bis die ganze Masse ja so sirupartig wird. Die Amarena-Kirschen sind schon fertig. Das war ein super schnelles Rezept. Und wir können sie jetzt hier schon in so kleine Weckgläser füllen. Ich habe mir hier auch schon so ein paar kleine Schildchen vorbereitet, wo Amarena-Kirschen draufstehen. Und das macht das Ganze nochmal so ein bisschen hübscher und eignet sich auch schön, um ja, eine kleine Aufmerksamkeit zu verschenken. Die Amarena-Kirschen in die Gläser füllen. Also ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Ich habe Amarena-Kirschen noch nie selber gemacht, aber werde ich zu Hause mit Sicherheit auch nochmal nachmachen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr Amarena-Kirschen schon mal selbst gemacht habt und wie ihr Amarena-Kirschen am besten kombinieren würdet. Na, ich könnte mir vorstellen, zu Naturjoghurt oder Vanilleeis oder selbstgemachte Waffeln. Na, da habt ihr endlos viele Möglichkeiten. Verschlossen im Glas halten sich die Amarena-Kirschen übrigens 2 bis 3 Wochen. Also da habt ihr keine Eile, sie zu verspeisen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann findet ihr das Rezept wie immer unten in der Infobox. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für weitere Rezepte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, eure Fabiana.